Ich denke heute noch sehr, sehr gerne an diese Brandenburger 10 Jahre zurück, weil es war für mich die wichtigste Zeit für mich als Schauspieler. Weil es einfach dort ein Zusammentreffen von so hochinteressanten Regisseuren gab. Oh Gott, wo fange ich an? Fange ich an bei Herbert König, bei Martin Meldke, Jürgen Gosch, Frank Castorf, Sigi Höchst. Und Brandenburg wurde dann ja auch zum Mekka, weil wir haben ja dort Inszenierungen gemacht, die über die DDR-Grenze hinaus Resonanz fanden. Und es war für mich eine sehr, 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 sehr wichtige und auch eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Und wir haben nach wie vor, zu all den Brandenburger Kollegen haben wir nach wie vor einen sehr, sehr guten Kontakt. Und wenn wir uns treffen, dann wird sofort über diese alte Zeit geredet. Die ist so lebendig, wie momentan manchmal Theater nicht lebendig ist, in der Erinnerung. Für mich ist diese Diskrepanz auch in Brandenburg so wichtig und wertvoll gewesen, dass ich auf der einen Seite mich voll hingegeben habe für dieses Regietheater, für dieses politische Regietheater, auf der anderen Seite dort Kleinkunst gemacht habe, belanglos. Wir haben dort 4 Nachtprogramme gemacht, heiter musikalischer Art, das Lieben bringt groß Freude, etc., etc. Und haben damit eine riesige Resonanz in Brandenburg bekommen. Die waren auf Monate Vorstellungen, waren die ausverkauft, diese Vorstellung. Und ich habe sie damals inszeniert oder initiiert mit der Hoffnung, die Leute an uns zu interessieren mit dieser Kleinkunst, um dann im großen Haus uns nochmal zu erleben. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Das waren so 2 ganz verschiedene Gleise, auf den ich damals fahren durfte, auch gefahren bin und ich auch dahingehend nichts bereut habe. Als Schauspieler war ich also zu jedem Späßchen auf der Bühne bereit. Also wenn da eine, also ich hätte eher meine Mutti verraten als ein Lacher ausgelassen. Ja, also es war, und das hat auch Spaß gemacht und jede Pointe musste noch eine nächste kommen und also der Spaß einer Freude war schon, ist schon manchmal auch zum Plagsaal der Regisseure, weil die, oh, mach weiter, es ist ja gut und dann muss man die Tränen erst wegräumen und so. Und plötzlich führte ich Regie und hatte keinen Humor mehr. Und wenn ein Kollege das machte, was ich jahrelang immer gemacht habe, die Kollegen zum Lachen bringen und so, ich hatte kein Verständnis mehr. Ich fand das albern und fand das doof. Aber ich habe es selber ganz schnell gemerkt. Wer wagt denn heutzutage als Schauspieler einem beschissenen Regisseur zu sagen, dass er beschissen ist? Das haben wir aber damals natürlich gemacht. Nicht nur, also da kam keiner auf die Idee zu sagen, okay, weil wir unkündbar waren. Das ist natürlich der soziale Hinterhalt. Aber es ist einem ja damals nie bewusst geworden. Diese Weisheit haben wir jetzt hier erst gefressen. Theater wurde behauptet, hat noch nie gesellschaftlich oder politisch etwas verändert. Das ist natürlich tragisch für uns, die wir immer glauben, also Theater und die Gesellschaft verändern zu können im Detail. In mir oder in uns damals hat Theater sehr viel verändert. Wir kriegten ein sogenanntes Gewissen für gewisse Dinge und waren auch ziemlich wach und gerade Brandenburg hat sich ja so weit vorgewagt damals mit dem Spielplan. Und das muss man auch dem Achim Pollek zugute halten, dass dort einiges möglich war.